Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution. Das hört mich gerade an, das heißt auch kein Mensch. So, normal schaut. Okay, normalerweise hört man mich. So, ja. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich das Let's Play abbrechen werde, aber nee. Da ziehen wir jetzt durch. Ich habe jetzt auch ein bisschen wieder Mut mit dem ganzen Gelaber, was die alle machen hier unten. Mir ist das aufgefallen. Und zwar, da dachte ich mir schon beim letzten Mal, wie ich das erste Mal durchgespielt habe, und zwar ist es ein Open-World-Klon. Ungefähr. GTA-Klon halt. Naja, GTA nicht, aber es ist ein bisschen Open-World. Naja. So, wir müssen hier jetzt den Computer hacken, oder, nee, eigentlich nicht. Wie war das nochmal? Hoffnung stirbt zuletzt, wird. Die Missionen brauche ich. Das sind die Missionen. Hier sind die Missionen. Nebenmission kriegen das übel, genau. Titel des Computer checken. Laut Köln, das ist die Belastung, eine Pla. Die zeigt, wie er bei Stereo findet, was Neuroprotein stellen. Ja, genau. Also Neuroprotein sollte hier in den Computer drin sein und das schauen wir jetzt mal nach, ob das stimmt. Neuer Zugangscode, yay. Hinweis an alle Mieter. Es wurde eine irgendwas installiert, aha. Titel des Computer checken geschafft mit Hintergründen, okay. Heilige Kacke, wenn das alles nachliest, wow, nicht schlecht. What the fuck? Ach du Scheiße, wer kommt jetzt hier? Wahrscheinlich ist der Tindl. Oh fuck. Okay, Waffen, 16 Patronenschüsse haben wir. Hier haben wir letztes Mal schon nachgeschaut, hier ist nichts. Also wenn es Tintel ist, dann können wir ihn eigentlich leben lassen, aber wenn es ja anders ist, der Kill wieder eiskalt bezahlt. Oh oh, kommt ihr hierher? Fuck, kommt ihr hier rein? Nee. Oder? Ja, was ist jetzt hier? Entscheid dich mal, Kollege. Ne, der geht wieder. Glaube ich. Ja, der geht wieder. Okay, warten wir, bis er im Nebenraum wird ist. Okay, schau da zurück. So, jetzt. Wo ist der? Okay, ist im Nebenraum. Sehr schön. So. Aha, er sitzt. Das ist aber nicht hinten. Nee. Kann nicht sein. War das Tintel? Nee. Nee, das wäre anders. Okay. Ein Schüssikowski. Fotze. Bam! Durchschneiden. Oh Gott. Das war nicht Tintel, oder? Nö. Chunky, okay. PDA, thank you. Schaufeln, der Bat! Ja. Oh. Hey, Stevie, tut mir leid, Mann. Letzte Woche ist mies gelaufen, ich hab nichts mehr glaubt. Ich mach das nicht mit Absicht, wenn ihr könnt, dass ich leider noch ehren werde. Macht keinen Scheiß, okay. Tintel, aha. Okay, was auch immer. Und das, okay. Inventar, genau. Das ist ja nicht. Das ist voll, okay. Was können wir rausschmeißen oder was auch immer? Gar nichts eigentlich. Naja, okay. So, hier haben wir alles schon durchsucht. Eigentlich können wir jetzt abhauen. Jo. Gehen wir zur Tintel. So, kleine Kollegen, wo sind wir eigentlich gekommen? Exit, okay. Ja, Exit. So. Super. Ah, okay. Nur. Verdammt. Ja, ich weiß. Zurück. Zurück. Ich wollte nicht nur die eine Ziffer weg tun, ihr Vollspackos. 0002, so jetzt. Danke. Ich glaube, die Tür wird dann eigentlich gar nicht mehr verschlossen. Also wenn man die einmal gehackt hat oder den Zugangscode eingegeben hat, dann bleibt das immer so. So, Alter, das sind so viele Missionen hier, machen wir das weg hier alles. Das brauchen wir jetzt, das brauchen wir jetzt nicht, das brauchen wir nicht, das ist das einzige jetzt da. Okay. So. Und ich hab's ja schon vorher gesagt, ich werde das Let's Play nicht abbrechen, denn ich habe jetzt wieder neuen Mut. Weil die so viel labern. Naja, so, Brian Tindl, was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich bin der Sicherheitschef von
Seraph Industries. Ich sehe, ob an Überwachungsaufnahmen umgedoppelt wurde, also verarschen Sie mich nicht. Oh, scheiße. Hören Sie, Jensen. Ich habe nie gewollt, dass es so weit kommt. Ich bin kein schlechter Mensch. Corella, tut mir leid. Ehrlich. Aber manchmal muss man sich für eine gute Sache die Hände schmutzig machen. Oh, jetzt geht's also um eine gute Sache. Oh, ich verstehe. Sie denken, ich verkaufe das Zeug. Stimmt's? Das ist natürlich das offensichtliche Motiv, vor allem für einen Ex-Mann. Aber glauben Sie mir, es ist nicht immer alles so, wie es aussieht. Ich verkaufe das Neuroprozin nicht. Ich verschenke es. Sie verschenken es? An wen? An die Leute, die es brauchen. Glauben Sie, alle lassen sich freiwillig augmentieren? Und nein. Manchmal geht's daneben. Und dann braucht man lebenslang Neuroprozin-Injektionen, die schweineteuer sind. Aber was hat man schon für eine Wahl? Ohne das Zeug krepiert man einfach. Abstoßungssymptome. Unfassbare Schmerzen. Das ist einfach nicht richtig. Also habe ich das einzig Anständige getan. Ich bin aktiv geworden. Alter, du bist ein Affe. Welche Gründe Sie auch haben, Corella will aufsteigen, das ist ein gutes Recht. Erpressung bleibt Erpressung. Ich gehe nicht ohne die Aufnahmen hinweg. Scheiß auf die Aufnahmen. Ich habe im Moment zwei Dealer aus der Gegend am Arsch, weil meine philanthropische Aktion ihren Gewinn schmälert. Das ist nicht Ihr einziges Problem. Ein schießwütiger Kunde hat vorhin in Ihrem Apartment auf Sie gewartet. Wirklich? In meinem Apartment? Scheiße. Wir haben wahrscheinlich die Dealer geschickt. Ich sage Ihnen was. Um den Kunden kümmere ich mich später. Erledigen Sie die Dealer. Dann gehören Ihnen die Aufnahmen. Erstens habe ich den Kunden oder was auch immer den Dealer schon getötet, also brauchst du dich nicht mehr kümmern. Außer du willst vielleicht verstecken, aber egal. Ja, ich mach's. Okay, ich helfe Ihnen. Aber wie, Sie verarschen mich. Sie überschätzen mich, Jensen. Ich bin Sicherheitstechniker, kein Gangster. Die beiden Dealer heißen PG und BK. Sie treiben sich in der Gasse in der Nähe des Basketballplatzes ab. Sorgen Sie nur dafür, dass Sie mich nie mehr belästigen. Sie töten oder wie jetzt? Ich soll Sie umbringen. Das wäre etwas drastisch, finden Sie nicht? Aber das ist Ihre Entscheidung. Ich will nur meine Ruhe. Wichtig ist nur, dass Sie sich um beide kümmern. Okay, also eigentlich wäre nur ohnmächtig schlagen oder betäuben oder was auch immer. Eigentlich besser, aber wenn die dann wieder aufwachen, und dann werden sie natürlich, ist logisch, dann werden sie wahrscheinlich alles in die Luft fallen und alles Mögliche machen, dass sie die finden, dass sie denjenigen finden, der was, das hier wieder angetan hat. Das heißt, kurze Rede gar keinen Sinn, also lange Rede gar keinen Sinn, das heißt, dass wir schalt einfach bekannt auf, ne? Ja. Ich weiß nicht. Bitte gerade. Du Spackos, hast dich. Boah, Junge. Ich habe vielleicht nochmal die Granate. Soll es ja jetzt sein? Kein Mensch. Warte mal. Tu. So. Hier einen Fluchtweg finden. So, zack. Okay. Jetzt da einfach hinschmeißen. Wie schmeißt man nochmal? Oh Mann. Wie schmeißt man? Ich hoffe so. Ja, zwei. Zack. Ja. Bam! Sehr schön. So. Okay, ist auch ein Flugzeug. So, hier ist nichts. Totoro. So, ich hoffe, wir kommen irgendwo hin hier. Hier? Oh Gott. Ach, für das braucht man eine Augmentierung, das weiß ich noch. Also man kommt hier schon rauf. Ach, leck mich, mach mir die Fässer so. So. Komm hier rauf. So. So kommt man hier rauf. Nur die Kacke, ja, zu schwer, da braucht man eine spezielle Augmentierung, das ist mir auch vorher angefallen, so. Egal, wir sind noch immer damit, verdammt. Aber hier können wir raus. Oh, sind alle renoviert. Shit. Hier ist nichts. Fuck, die sind alle renoviert. Hätten wir sie gleich betäubt einfach, nur das wäre schneller gewesen. Aber ich glaube, die werden sowieso renoviert, also
Man tötet sie nicht oder man tötet sie, das ist eigentlich scheißegal. Komm, er ist weg. Der, was die zwei hier umgebracht hat, ist weg. Oh fuck. Oh fuck, 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 oh fuck. Shit. Shit, ein Dreck. Alter, wie lange wollte ich mich noch suchen? Naja, kann ja nicht sein. Habt ihr es jetzt bald? Es nervt. Habt ihr es? Nee, ich glaub nicht. Ich bin auch so doof. Sieht ihr nicht, oder? Nee, kann er nicht. Mann, wenn ich mein. Wenn ich Schalter einfach drauf hätte, das wäre echt super. Oh fuck. Blind. Hehe. Oh oh. Ich hab nichts getan. Ich hab nichts getan. Ich gehe mal wieder. Tschüss. Ich glaube, ich check das gar nicht, dass ich das war. Das wäre super. Habt ihr was? Yay. Komm, 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 komm. Okay. So, ich habe hier nichts getan, aber was ist mir passiert? Pfff. Hier geht's rund. Hallo. Die checkt das echt nicht, geil. Okay, einfach weg. Einfach gehen. Hallo. Hallo. Und tschüss. Holy fuck. Weg. Einfach nur laufen. Hopp, 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 hopp. Puh. So, Brian, ich hab's geschafft, du Vollhorst. Ich hab's Ihnen doch gesagt. Wenn Sie die Aufnahmen wollen, müssen Sie mir erst diese Dealer vom Hals schaffen. Erledigt. Ich habe mich um die Dealer gekümmert. Geben Sie mir jetzt die Aufnahmen. Danke, Jensen. Hören Sie, ich weiß, Sie haben das nicht aus Überzeugung gemacht, aber trotzdem haben Sie mir den Arsch gerettet. Hier sind die Aufnahmen. Hilfe anbieten. Du nervst mich, warte. Wie auch immer, Tim. Ich habe das nicht für Sie gemacht. Sie haben aus Eigennutz einen Mann dazu gebracht, gegen das Gesetz zu verstoßen. Und dafür verachte ich Sie. Und Sie sind nur ein Schoßhund der Firma, dem Gerechtigkeit am Arsch vorbeigeht, solange er seinen Gehaltscheck kriegt. Dafür verachte ich Sie, Jensen. Alter, ich würde ihn am liebsten töten. Also ich könnte, aber, ah. Oh. Haben wir Glück gehabt, du Schwanz. Blöder Penner, ja. So. Egal. So, wie heißt der? Wie heißt du, Kollege, der, was wir den Gefallen tun, getan haben? Tintlis der, und wie heißt du? Carella, genau. Waren Sie schon drin? Bitte, Sie müssen diese Aufnahmen zurückholen. Ich hab's. Ich hab die Aufnahmen. Sie schon, wie was denn? Das kann man wohl sagen, Jensen. Ich meine, vielen, vielen Dank. Sie haben mir gerade mein Leben zurückgegeben. Hier, das ist die Waffenbord. Wie versprochen. Ja, bei ihr machen wir eine Aufnahme. Aufnahme, weiß, Ausnahme. Das respektiere ich. Aber Sie sollten die offiziellen Kanäle dafür benutzen. Nochmal haben Sie vielleicht nicht so viel Glück. Ja, Sie haben recht. Ich weiß, dass Sie recht haben. Danke nochmal. Irgendwie mag ich Tim, also Carella, sowieso viel lieber als Tim. Keine Ahnung. So, Laserzielsystem, yay. Wie ging das nochmal, dass wir das ausrüsten können? Ich will zu der Pistole, hier irgendwie drücken, glaube ich, so, und kombinieren, genau. Okay. Schienpistole oder der, zack, yay. So, okay. Jetzt haben wir noch eine Nebenmission und dann haben wir nur mit zwei Hauptmissionen, also Motorgefühle, genau. Okay, hier sind drei Sachen in einem Gebäude, oder keine Ahnung, wo das ist. Und eines ist getrennt, das heißt, dass wir zuerst das Getrennte machen. Okay. Alter, das Springen nervt auch so. Kann ich zu lange springen? Nee. Ja, ich bin Boxing. Hey, Kollege, da kann ich auch. Yeah, bitch. Yeah, yeah.
Okay, Mann, ey, was für ein Honk. Oh Mann. Wir sind ex-Wort und wir tanzen jetzt so wie komplette Affen. Ich weiß. Ja, Shiakim, wer ist das schon wieder? Ja, ich will es gar nicht wissen. Hey, Baby. Adam, haben Sie den Neuralknoten schon? Sie verlangen von mir einen Einbruch in den Polizeirevier, Boss. Das dauert ein Weilchen. Okay, wenn Sie im Eingangsbereich mit Reden nicht weiterkommen, gibt es draußen bestimmt noch einen anderen Zugang. Hinten oder auf dem Dach. Ein Frontalangriff muss der letzte Ausweg bleiben. Okay, hinten oder auf dem Dach, das wäre für uns eigentlich sehr positiv. Frontalangriff, das weiß ich auch, dass das der letzte Ausweg wäre. Hier hinten müssen wir irgendwie hin, das kann irgendwie gehen, aber ich weiß noch nicht wie. Ist nichts mehr, okay. Vielleicht ganz hier hinten rum, ja, das sieht gut aus, da könnte klappen. Ey Kollege, darf ich mal? Okay. So, Hanks. Hier vielleicht. Oh, keine gute Idee. Und vielleicht haben wir hier. Aha! Ha! Du stellst ihn weg, Kollege. Naja. Okay, jetzt war alle erschießen, aber ich bin ein Polizist. Also Ex-Polizist oder dran. Ups. So, da haben wir rein. Okay. Okay. So, Tür zu. Geht euch keine was an, was ich hier mache. So, wow. Die ist auch schon Kack, Energie, Strom, Scheiß. Was mach ich hier? Okay, so. Da kann es ein bisschen dauern, die könnt ihr vorspielen, wenn euch das nicht gefällt, aber naja, Eck muss es machen. So. Scheiße, dass es nicht so ein tolles Ex-Mod gibt, dass man fliegen kann, so wie bei Minecraft, denn hier ist der scheiß Creative Mode, genau. Da kann man fliegen und alles so schnell machen, aber hier, so low. So, da. Also ich kann man einfach aufstellen hier? Ja, man kann schon aufstellen, aber beim Duften sind natürlich viel besser. Dass man die alle platzieren kann, so wenn man es braucht. Also das hätten sie wirklich sparen können, die Entwickler, also diese Szene hier mit dem also man kann sich eigentlich eh sparen, wenn man die Nebenmission ja nicht macht, aber wenn man sie macht, dann kann man wenigstens irgendwas anderes einfach lassen, also keine Ahnung, Jump'n'Run oder so, aber nicht so eine Kacke, denn wen interessiert das hier? So, Jump und zu die Scheiße und danke, jo. Normalerweise sollte ich ja noch Strom sein, ich meine, hallo, das ist hier gerade vorher Strom ohne Ende war hier. Okay, ich kann auch kein Deutsch. Und dann haben wir es kurz abgedreht und dann ist auf einmal alles weg. Kann man so herumflanschen. Bleibt der Strom nicht normal noch ein bisschen Wasser? Ich weiß nicht, ich bin kein Physiker oder so. Elektriker, keine Ahnung. So, jetzt müssen wir eigentlich leise sein, denn mit dem immer irgendjemand weg, dann sind wir am Arsch. Und zwar dieser Kopf. So. Ja, der steht genau hier. Aber eigentlich ist er auf der Minimap grün angesetzt. Das heißt eigentlich, dass ihm das nichts macht, wenn wir hier so stealthig sind. Naja. Ja, und hier sind Menschen, also was soll denn, warum schleichen wir dann? So, was finde ich sicher? Stufe 1. Ah, wir haben sogar einen Code. Yay, das ist einmal super. Auf. So, alle für den Fall relevanten Beweise finden. Okay. E-Books. 50.000. Aha, irgendwas. Vorfallsbericht, TA, nur irgendwas. Okay, ist nichts. Aha. Supi. Megalobit, okay. Oh Gott, Sicherheitsstufe 3. Puh. Okay, hier drin wäre auch irgendwas. Haben wir einmal Augmentierungspunkte, Kacke? 2 Augmentierungen haben wir tatsächlich. Eigentlich könnte wir bis zur Stufe 3 machen. Ist der was? Zack, bams.
Hier ist nichts mit Sparen, hier ist einfach knallhart durchziehen, die Kacke. So, dann wird es wahrscheinlich wieder ewig schwer, oh mein Gott, das wird richtig schwer. Okay, 2, 1, 2, 3, okay. Boah. Das wird nicht leicht, das zeige ich euch. Ja, zum Beispiel so ein Watt. Sag mal jetzt aber. Holy fuck. Mach. Boah. Wow. Das war episch knapp. Ein Armreifen, what the fuck. Neuen E-Book, Megarid Labor Notizen. Armreifen. Ich denke, aber ja, es könnte natürlich sein, dass der Megan gehört hatte. Ah, hallo. Ah, so kommen wir dann hier rein. Also, hat er gesagt, entweder hin, unser Boss hat er gesagt, entweder hinten oder irgendwo hoch. Okay. Sehr schön. Habt ihr schon? Komm, halt dich fest. Okay. Yay. Siegerstufe 2. Tot haben wir keinen, okay. So. Okay. Schauen wir mal. Check das. Nein. Jetzt. Nein. Der schlaft echt. Also, tschüss. Der schläft, weil ich natürlich mega, du kannst doch kein Deutsch mehr. So. Ah, zu, ich wollte eigentlich noch hoch. Ich dachte, die Tür öffnet sich, aber okay. Wenn da eine Heckfolge können sie entdeckt werden, bewegen sie den rechten Stick an mir. Das mache ich eigentlich nie, den rechten Stick herumbewegen, weil wenn ich gerade was hacke. So. Komm, Lede, etwas. Oh Mann, ich sag alles mehr, mein Deutsch ist so viel Arsch. So, wir sind drin. Jetzt müssen wir sicher leise sein. So, ist hier was? Nee. Für was ist hier ein Karton? Zum Ablenken oder was? Denn wirklich alle Kartons sind zum Ablenken. Das ist ein bisschen bescheuert. Aber vielleicht gibt es irgendwen, der was die Kartons wirklich braucht. Credits? 301. Yay. So. Kamera. Wenn wir die hier ausmachen, dann checkt das aber die anderen. So, das habe ich keinen Schalter einfach nirgendwo. Alter, Betäubungsgewehr ausrüsten. So. Okay. Kann man die nicht hacken? Nee, das geht nicht. Schade. So, okay. Ja, genau, drehe ich zur Seite. Und tschüss. Und durch und yay. Okay, jetzt müssen wir wirklich vorsichtig sein, also wirklich vorsichtig. Ist nichts. Neuer Müllhammer, ein Apfelhammer, was auch immer. Okay. Aha. Der würde es ja nicht checken. Ach. Zu. Und yay, wir sind drin. So, also in Sicherheit meine ich. Okay. Hier wäre ein Büro. Nur die Frage, was für ein Büro das ist. Gehen wir mal rein. Ich sehe auf dem Minimap so einen kleinen Penis. Das ist hier Stufe 2, okay. Haben wir hier was? Yay. Okay. Das ist echt ganz vorsichtig sein, was uns das ist. Das ist am Arsch. Zugangskurs wahrscheinlich für den Computer, würde ich mal sagen. So, hier ist glaube ich nichts mehr. Ich glaube, das sieht aber hier rein, wenn wir es hier verstecken würden. Das heißt, sollen wir noch extra warten? Geht jetzt wieder zurück? Ja, der geht zurück. Verdammt. Okay, für. Aha, okay. Oho. Ist das ein anderes Büro? Ja, sehr. Okay, da schaut jetzt hier rein. So. Das ist aber irgendein Büro, das was wichtig ist, denn sonst würde das X ja nichts stehen, okay. Das heißt, wir müssen nur kurz warten, bis der weg ist und dann haben wir es auch schon. Müssen wir aber zwei Sachen gleich hacken, also den Computer eigentlich nicht, denn das haben wir den Zugangscode und diese Laser müssen wir aber hacken. So, ja, schau dich genau um, du Vollhorst. Okay, passt. Jetzt zuerst attacken.
keinen Code gefunden, war logisch. So, zack. So klar. Fick dich. Shit. Mach. Minus. Zack. Nuclearus, yummy. Bin so toll. So, komm. So, ganz schnell die Scheiße. Ach, wir haben den Code. Für was war das denn? Okay, geil. Komm schnell. Oh, fuck. Komm. Shit. Und zack. Wir müssen uns verstecken. Oh mein fucking hell. Oioioioi. Boah, war das knapp. Wow. Junge. So, komm. Ich muss es schnell tun, Leute. So, tut mir leid, aber... Okay. Und weg. So, das haben wir gehackt. Können wir jetzt hier hingehen. Boah, was ist hier los? So, Reisender, yay. Oh mein fucking hell, das würde so ein Labyrinth-Kack. Was ist denn hier hin? Ah, hier geht's ein Stockwerk höher, scheinbar. Oh, wow! Holy fuck! Ho. Holy fuck, man. Lässt hier immer hoch auf den Tisch, Mann. Muss ja die Hand wehtun. Naja. Okay, das war nicht unbedingt besonders. Und hier gehen die sicher nicht rein, weil das wäre unser Todesurteil. Ist hier immer drin. Aber hier ist der Kameracomputer. Hier ist aber keiner drin. Sind wir hier? Türstufe 2. Stufe 3. Warte mal, ist die draußen über irgendjemand? Nee, normal nicht. Nee. Sehr schön. So, wenn wir die Kacke hacken, dann können wir gleich sehen, wo hier jemand ist. Zack. Holy fuck. Ja! Boah, war das knapp. Okay. So, hier ist niemand. Hier ist auch scheinbar niemand. Okay. Kamera raus. Zugriff verwehrt. Okay. Tür öffnen. Yay. Okay. Ist das der Radio oder wer schreit hier die ganze Zeit so herum wie eine Affe? Wow. Okay. Alles mitnehmen. Alles, was geht. Okay. Gar nichts. Super. Kadenz Upgrade. Warte mal, dann haben wir jetzt hier irgendwo raus. So, die Scheiße. So, weg. So, und was können wir mit denen jetzt machen hier? Kombinieren mit. Okay, passt. Als hätten wir schauen können, was das bringt, die Kadenz. Ne, okay. Okay. Peps. Okay, warte mal. Mann, warum können wir hier nichts nehmen? Das wäre eine super Verkleidung, hä? Wenn wir die tragen würden. Mann, das ist gemein. Das wäre echt eine super Verkleidung, da können wir rumspazieren ohne irgendwas. Man, da hinten würde das gehen. Da machen wir wieder zu, die Scheiße, dass das keiner mitkriegt. So. Zack. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen eindeutig hoch. Ja, was bringt sich das? Was bringt sich das bitte? Naja, wir werden es gleich heraus. Fuck off finden. Holy Fick.
Holy, holy, holy. Scroll. Okay. Wir können uns da, was hat sich? Laser System. Zwei inaktiv. Alter, wer kommt bitte. Glaubst du, irgendwer ist wirklich so blöd und hackt das und macht dann einen Laser aktiv? Also, unglaublich. Okay. Das war's dann für diesen Part von Let's Play Deus Ex Human Revolution. Und bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss.